Nightwolf musste seine ganze Kraft einsetzen, um Shao Kahn zu vernichten. Sein Geistführer, der Wolf, hatte ihm im Kampf geholfen, aber danach konnte er seine Anwesenheit nicht mehr spüren. Nightwolf kehrte in seine Heimat zurück und bat die Ältesten um Hilfe dabei, wieder mit der Geisterwelt in Verbindung zu treten. Während eines Rituals kehrte der Wolf zu ihm zurück, doch hatte er sich verändert. Shao Kahn hatte seine Seele an den Wolf gebunden, um dem Tod ein Schnippchen zu schlagen. Nightwolf war nun von der Bosheit Shao Kahns verdorben und verwandelte sich in seine Animality. Durch seinen Biss werden seine Opfer zu unterwürfigen Werwölfen. Durch Nightwolf wird Shao Kahn das Erdenreich erobern, einen Sterblichen nach dem anderen.